Die beiden Altmeister haben Großes vor. Sie wollen Apfel-Roggen-Brandy machen. Versenk dir nicht die Brauen. Mit ihrer revolutionären Tandem-Destille. Ist hoffentlich das letzte Mal, dass wir heute hier sind. Wenigstens nehmen wir dabei ab. Wir zwei nehmen nie ab. Zuerst lassen sie die Äpfel und den Roggen in zwei getrennten Fässern gären. Das ist eine Mischung verschiedener Äpfel. Das meiste sind Golden Delicious und Aztec Fuji. Der Fruchtzucker der frischen Früchte wird beim Erhitzen freigesetzt. Machen wir sie klein. Für dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, den Apfel-Roggen-Brandy zu verbessern, die Tandem-Destille zu perfektionieren. Gleich haben wir Apfelbrei. Und nicht im Knast zu landen. Da die Roggenkörner von einer dicken Spelze umhüllt sind, müssen sie vor dem Fermentieren erst gemahlen werden. Der Bohrer treibt das Mahlwerk an. Unten kommt dann das Roggenmehl raus. Ist es schon wieder verstopft? Die haben sich festgesetzt. Vielleicht lockern sie sich ein bisschen. I got it. Geht wieder. Jetzt fallen sie nach unten. Die meisten Leute sind mit unserem Moonshine zufrieden. Aber Digger und ich haben gelernt, nie zufrieden zu sein. Reich mal den Eimer. Der Apfel-Roggen-Brandy wird eine Sensation unter all den Moonshine-Sorten aus den Wäldern hier. Wir haben die Hefe untergerührt, den Gärspund platziert und den Helm abgedichtet. Jetzt drehen wir nur noch das Gas auf und der Gärprozess beginnt. Wie sieht's aus, Digger? Es war niemand hier. Ich verscheuche uns die Schlangen. Zurück in Tennessee. Heute bauen Mark und Digger ihre neue Destille im revolutionären Tandem-Style auf. Wenn wir die beiden Brennsysteme so zum Laufen bringen, wie wir uns das vorstellen, werden wir Moonshine-Geschichte schreiben. Zwei Destillen sind extrem. Ich habe schon zwei Kessel parallel laufen lassen, aber nie in den gleichen Verstärker. Mark und Digger brennen ihre Roggenmeische und ihre Apfelmeische parallel in zwei getrennten Kesseln, die in den gleichen Verstärker münden. So entsteht noch in der Destille ein Apfel-Roggen-Brandy. Ein paar letzte Korrekturen, dann kann es losgehen. Durch die feinen Risse an den Nahtstellen tritt Alkohol aus. Die Optik ist egal, Hauptsache es hält dicht. Wir schichten Mauersteine um die Kessel. Das sorgt für eine gleichmäßige Wärme. Digger und ich sind leidenschaftliche Tüftler. Wir feilen ständig an unseren Ideen. Passt der Brenner noch durch? Wir kennen niemanden, der sowas schon mal gemacht hat. Wenn es klappt, dürfen wir uns auf die Schultern klopfen. Dieser Kühler hat mal Popcorn gehört. Popcorn Sutton zählt zu den bekanntesten Schwarzbrennern der Geschichte. Sein Mountain Moonshine aus den Appalachen ist legendär. Mark und Digger haben ihr Handwerk noch von einem der ganz Großen gelernt. Wir haben so viel von Popcorn gelernt. Aber die Tandem-Destille könnte unser Vermächtnis werden, so wie sein Whisky sein Vermächtnis ist. Sitzt. Popcorn wäre sicher stolz auf uns, wenn er das hier sehen könnte. Vielleicht würde es ihn aber auch wurmen, weil er nicht selbst drauf gekommen ist. Ich bin hin und weg. Mir ist ganz warm ums Herz. Welche Maische soll da rein? Apfel, oder? Okay.
In den Smoky Mountains in Tennessee haben sich Mark und Digger in die Arbeit gestürzt und den ersten Durchlauf vorbereitet. Türen schließen, der Zug fährt ab. Schmeckt sie aus dem Schlauch noch besser? Oh ja. Wir füllen Apfelmeische und Roggenmeische in getrennte Kessel. Bring it to me, Digger. Die Dämpfe kommen im Verstärker zusammen. Chemisch und wissenschaftlich hat es was Magisches. Wow, die kann was. Du zauberst aus guten Grundprodukten ein noch besseres Produkt. Schmeiß sie an, Digger. Damit aus jedem Kessel die gleiche Menge Dampf strömt, muss auch die Hitze gleich groß sein. Die Flamme pendelt sich noch ein. Irgendwelche Lecks? Bis jetzt noch nicht, aber reichlich Dampf. Das ist ein brandneues Produkt. Unser Apfel-Roggen-Brandy wird die meisten Leute umhauen, weil es sowas hier noch nie gegeben hat. Gleich müsste es losgehen. Da, die ersten Tropfen. Den Vorlauf fange ich auf. Den kippen wir weg. Ich habe heute Blut und Wasser geschwitzt. Wir wissen ja nicht, ob es klappt. Von Flop bis Top ist alles drin. Keine Ahnung wieso. Null Roggennote. Die süßliche Apfelnote kommt im Abgang, aber beim Roggen haben wir was falsch gemacht. Vielleicht läuft der Brenner beim Roggen schwächer. Bei der Tandem-Distille muss alles absolut identisch sein. Die Kessel müssen gleichzeitig erhitzt werden. Die Abstände zwischen Verstärker und Helm gleich groß sein. Sonst fließt die eine Seite schneller als die andere. War er nicht fein genug gemahlen oder zu kurz eingeweicht? Was auch möglich wäre, vielleicht war in der einen Maische mehr Alkohol als in der anderen. Was ist beim Roggen schiefgelaufen? Vielleicht kann uns jemand beraten. Ich wüsste da jemanden. Der alte Freund von Popcorn. Ich kenne ihn nur flüchtig, hat Roggenschnaps gebrannt. Okay. Mit Roggenwhisky kennt er sich so gut aus wie kein anderer hier in der Gegend. Ich versuche ihn zu erreichen. Wenn es sein muss, fahre ich auch hin und suche ihn. Ein Versuch ist es wert. Wir haben unseren Kunden etwas Einzigartiges versprochen, aber nicht sowas hier. Stellen wir sie ab. Viel Arbeit für nichts. Der erste Durchlauf, ein deprimierender Fehlschlag. Ihr Traum von ein paar tausend Dollar Gewinn ist zerplatzt. Die Käfer werden sich freuen.